So, Hallöchen, meine werten Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zu meinem ersten kleinen Showcase, was auch immer, Testvideo vom neuen Dwarf Fortress Adventure Mode. Die Adventure Mode Beta ist heute gedroppt, ganz frisch, vor ein paar Minuten erst, glaube ich. Ich nehme das hier gerade relativ spät auf, zum einen, weil das Ganze erst relativ spät rauskam und so weiter und so fort und weil ich heute auch früher keine Zeit gehabt hätte, aber es kam erst relativ gegen Abend raus. Wie auch immer, deswegen das Video wird etwas kürzer als man sonst die Videos. Ich meine, ich versuche immer relativ kurz, ich versuche mich immer kurz zu halten, dann klappt es meistens nicht, aber whatever. Ich muss es nämlich noch rendern und hochladen, alles bis morgen. Ich möchte es morgen schon hochladen, dieses Video. Erstmal vorweg, wie zur Hölle bekommt ihr diese Beta-Version? Wie ihr hier da ganz unten links in der Ecke stehen seht, Version 51.01-Beta11. Das ist die Beta-Version. Die kriegt ihr, indem ihr auf Steam, ihr rechtsklickt auf Dwarf Fortress, klickt auf Properties oder Einstellungen auf Deutsch, glaube ich, oder Eigenschaften, whatever. Dann öffnet ihr so ein Menü, da geht ihr auf Betas und dann gibt es da, glaube ich, Public Beta Branch oder sowas. Ihr braucht kein Passwort oder sowas, da klickt ihr einfach auf Betas, klickt bei None, da klickt ihr drauf, da geht dann so ein Dropdown auf, geht auf Public Beta Branch und dann kriegt ihr die aktuelle Beta und da ist der Adventure-Modus mit drin. Ich habe ihn noch nicht gespielt, wir werden das heute alles zusammen erforschen, ergänzen, erkunden. Ich habe schon eine Welt erstellt, mehr habe ich noch nicht getan. Start New Game in Existing World, das müsste Region 9 sein, genau, Early Spring 500, also schon 50. Das ist eine kleine Welt mit kurzer History. Ich dachte mir, wir generieren einfach mal eine kleine, schnelle Fun-Welt, sag ich mal, mit einer fun, kurzen History, whatever, das war so mein Plan. Und wir werden heute ein paar Sachen ausprobieren, beziehungsweise wir werden ausprobieren, den Charakter zu erstellen, logischerweise. Wir werden ein bisschen durch die Gegend laufen und so. Wir werden mit ein paar Menschen reden, wir werden ein bisschen kämpfen vielleicht, ich weiß nicht, mal schauen, wir werden mal in alles ein bisschen reinschnuppern. Adventurer, das ist der neue Knopf. Select the game type to begin. Oh, ich freue mich so drauf. Okay, passing a few weeks to get things ready. Oh, der Screen gerade drin war ja ganz cool. So, oh, okay. In progress, coming soon und ordinary. Interessant. Wir haben ein, okay. Any unretired characters in your party will be unaffected. Okay, also wir können es auswählen. Chosen, coming soon. Das können wir noch nicht auswählen wahrscheinlich. For the most direction, you'll have a supernatural parent or patron who's always involved. Also damit sind wir wahrscheinlich der Übergott und können einfach alles killen und zerstören und generell. Hero for an adventure, there will be some initial and ongoing direction. Ordinary for the most freedom, all features are accessible, but you'll receive no direction. Also I guess, das hier, wie wechsle ich das? Klicke ich einfach drauf? Ah, okay. Also wechselt man das und das kann man noch nicht auswählen, okay. Ich schätze mal, hier werden wir so ein kleines Mini-Tutorial haben. Ich schätze mal, ich wähle es einfach mal aus. Normal Difficulty. Difficulty only affects starting skills and equipment. Okay, also wenn ich jetzt hier auf Easy stelle, kriege ich wahrscheinlich direkt den krassen Übergear. Wir gehen mal auf Normal. Wir nehmen mal die Normal-Erfahrung, aber mit leichter Direction. Was auch immer das heißt, das werden wir jetzt gleich zusammen rausfinden. Logischerweise, uns werdet ihr den Beta-Branch in Zukunft nicht mehr brauchen, wenn das Ganze im Hauptspiel drin ist quasi. Also je nachdem, wann ihr die City guckt. Aber das ist jetzt gerade frisch rausgekommen, deswegen kriege ich mal auf Onward to Character Creation. Create your character. Okay. Dwarf. Elephant Man. Goblin, Human oder Intelligent Wilderness Creature. Ist das die gesamte Welt? Ist die so klein? Ich hatte die irgendwie gerade größer in Erinnerung auf dem Erstellbildschirm, aber anscheinend ist das nur so eine kleine Welt. Was ist denn, wenn ich eine Intelligent Wilderness Creature auswähle, so theoretisch gesehen? Oh ja, oh, we are in business. Okay, wo ist Catman? Ich möchte ein Catman sein, wenn es geht. Ah, es scheint nicht zu gehen, okay. Kann ich ein Löwenmann sein oder sowas in die Richtung? Ich will irgendwas Katzenmäßiges sein. Ja, da hätte ich einen Spesken dran. So für meinen ersten Testcharakter. Jumping Spider-Man, alles klar. Hornbill-Man, Hamster-Man. Ich muss sagen, ich bin auch interessiert daran, ein Hamster-Mensch zu sein. Das klingt auch lustig. Lizard-Man, okay. Magpie-Man. Oh, kann man fliegen als Vogel? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Bestimmt kann man dann fliegen. Polarbär-Mann. Rattenmann, okay. Ich habe jetzt schon, das ist schon jetzt großartig. Oh, ich könnte einen Tiger-Mann spielen. Gibt es auch einen Löwen-Mann? Ich wäre lieber irgendwie ein Löwe, ich weiß nicht. Dieses Meme, würdest du mich auch lieben, wenn ich ein Wurm wäre? Würdest du mich auch lieben, wenn ich ein Wurmmann wäre? Oh mein Gott. Schön, okay, wo ist L? Da, so L, Laus. Loonman, Lizardman, Leopardman. Okay, ein Leopard könnten wir sein. Gestern nehmen wir den Tiger. Okay, ich bin heute ein Tiger. Wir haben uns dazu entschlossen, wir könnten auch ein Walrussmann sein, aber wir sind ein Tigermann. Ich habe beschlossen, ich bin ein Tigermann. Ich bin mir nicht sicher, ob das heißt, dass ich in Städten nicht willkommen bin. Das wäre natürlich schlecht. Select Tigerman. Ah, okay, sehr cool. Jetzt kann man eine Heimat auswählen. Wir sind von... was haben wir denn Schönes? Was blinkt da oben? Das ist, glaube ich, eine Zwergenzivilisation. Das sind so die Zwergenzivilisations-Icons. Das muss man halt wissen, I guess. Auch das hier scheint eine Zwergenzivilisation zu sein. Das ist eine Menschen, vermute ich mal. Und das ist wahrscheinlich auch eine Menschenzivilisation. Ich würde sagen, wir starten mal bei den Menschen. Die Menschen haben die etwas übersichtlicheren Städte, in meiner Erinnerung. Ich habe den Adventure-Modus vorher nicht so viel gespielt, aber ja, oh mein Gott, man kann alles auswählen. Boah, wie krass. Man kann alles auswählen. Yo, das ist ja nice. Okay, man kann den Namen, Background, kann man hier, okay, weiter kann man noch nicht, okay. Also ich möchte bitte ein Tiger-Mann sein, kein Tiger-Woman. Home, okay, das kann man, okay, man kann es erstmal genau auswählen, wo man herkommen will. Ich bin dafür, wir kommen vielleicht aus einer etwas größeren Stadt, vielleicht irgendwie hier so dem Schloss da los. Cobalt Blossom, nee.
Nee, das sind alles so kleine Dörfer. Na, wir starten hier in der großen City immer. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber. Ah, kann ich nicht. Okay, ich kann nur so ein kleines, so einen kleinen Spin-Thief, Human Hamlet. Also hier steht auf jeden Fall Human, also wir starten als Tigermensch in einer menschlichen Zivilisation, okay. I guess wir starten bei Spin-Thief, weil wir haben auch gefährliche Tigerzähne und so, und das ist jetzt der Grund, keine Ahnung. Occupation. Oh, okay, das hat wahrscheinlich jetzt Auswirkungen darauf, welche Skills ich am Anfang habe. Was sind wir denn? Boah, keine Ahnung, was machen wir in deiner Stadt? Wir sind ein Tigermensch, nein, keine Ahnung. Was macht ein Tigermensch in einer menschlichen Siedlung? Das klingt wie irgendwie der Anfang zum Witz. Kommt ein Tigermensch in eine menschliche Siedlung? Oder so, keine Ahnung. Okay, wir sind irgendwas Nützliches vielleicht. Wir sind ein Butcher, das klingt mir nach kräftig und yeah und keine Ahnung. Wir haben Kraft und wir sind der starke Tigermann. Keine Ahnung. Beliefs, woran glauben wir? An gar nichts. Okay, cool. Wir sind ein Tigermensch, der an nichts glaubt. Okay, ich werde kurz einen lustigen Namen erstellen. Be right back, ich werde das kurz rausschneiden, denke ich mal. So, da bin ich wieder. Ich habe mir einen wunderprächtigen Namen ausgesucht. Wie ihr seht, kann man das um uns genauso nutzen wie im Festungsmodus. Also ihr könnt einfach hier Front Compound, Rear Compound. Man kann ja auch suchen nach irgendwelchen Dingen. Also FD natürlich nicht, aber zum Beispiel da oben steht jetzt Abbey. Sagen wir mal zum Beispiel Old. Wenn ich jetzt OLD eingebe, dann kommt hier Bold, Cold, Gold, Old und so weiter. Und dann kann man hier einen lustigen Namen zusammenklicken. Den Vornamen darf man hier, wenn man das hier abgewählt hat, kann man hier einen Vornamen eingeben. Ich habe mich jetzt einfach mal Sparky genannt, weil, keine Ahnung, klingt nach irgendeinem Namen, den jemand seiner Katze vielleicht geben könnte. Wir sind Sparky Scartooth, wie Angry Cat. Wir sind die wütende Katze. Keine Ahnung. Das ist jetzt mein lustiger Name. Okay, so, das hätten wir soweit. Das ist jetzt unser Hintergrund anscheinend. Wir sind Sparky Fensast Nokam, Otagusa, auf Zwergisch. Und wir machen mal, wir accepten mal den Background, machen wir weiter. Ach du, meine Güte, man kann hier alles einstellen. Ich meine, das ist natürlich gut, aber das ist, oh mein Gott. Was gibt's denn hier? Okay, also wir wollen stark sein, denke ich mal, oder? Ich werde mir jetzt mal einen Kampfcharakter erstellen. Also ich weiß nicht, wie. Sind wir schlau? Sind wir dumm? Wie machen wir das? Wir sind eine wütende Katze. Also haben wir viel Kraft, I guess. Above average strength. Wie viele Punkte haben wir denn? Aber wir haben, okay. Also ich gebe mir jetzt Toughness. Wir geben mal hier die ganzen Stats. Die klingen alle ganz gut. Strength, Agility, Toughness, Endurance. Was haben wir noch so Schönes? Empathie. Na, wir brauchen keine Empathie. Wir sind eine wütende Katze. Patience. Nein, wir sind eine wütende Katze. Wir haben auch keine Patience für deinen Schabernack. Wir kratzen nicht kaputt. So, das ist der Plan. Analytische Fähigkeiten. Das Ding ist, ich weiß, Disease Resistance vielleicht auch. Ich weiß nicht genau, was ist denn Recuperation? Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was hier wichtig ist. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe das in Ewigkeit nicht mehr gespielt, diesen Modus, logischerweise, weil halt nicht in der Steam-Version drin war. Ich würde sagen, wir sind extrem stark. Aber okay, das kostet wahrscheinlich 10. Lass mich raten, das nächste Level kostet 10 Punkte. Okay, wir sind nicht so die Disease Resistance, aber wir sind richtig stark. Und wir sind. Sind wir Hammermann? Sind wir der Hammer? Wir sind auf jeden Fall ein Biter. Also das ist schon mal eindeutig. Wir sind definitiv ein. Wir beißen. Wir sind gefährliche Beißer. Talented Butcher, kann ich das rausnehmen? Ah, nee, okay, das ist durch den Job interesting, okay. Ich möchte gerne ein Kratzer und ein Beißer sein. Und auch ein Wrestler. Wrestler ist definitiv gut, glaube ich. Also, denke ich mal. Ambusher vielleicht auch ein bisschen. So, wir sind Ambusher, wir sind eine Katze, wir ambushen und wir dodgen. Wir sind die krassen Dodger und wir sind richtig gut im Beißen. Was gibt's denn hier alles? Es gibt hier so viel, ne? Pacifier, wo ist denn hier Wrestler? Animal Trainer, das ist auch ein Witz, der sich selber schreibt. Ein Tiger, der Tiere trainieren kann, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wo sind wir denn hier? Ich suche hier gerade nach. Das hier unten sind, glaube ich, alles nicht die Combat Jobs, oder? Also, logischerweise, diese ganzen Skills sind so ähnlich wie die Jobs auch im Festungsmodus. Wo ist denn Wrestler? Bin ich gerade blind? Tracker könnte auch praktisch sein, vielleicht, wenn wir tracken können. Da, Wrestler. Ich bin so blind. Wir sind auch ein Kicker, ein Striker und ein Wrestler. Wunderbar. Ich glaube, Wrestling sollten wir schon ganz gut können. Ich weiß nicht, wie gut es ist, Sachen zu werfen. Ich habe uns gerade vorhin auch so überlegt, mal so nebenbei, wenn ich jetzt hier gerade noch ein paar Sachen auswähle. Wir sind, I guess, jetzt auch ein Fighter. Wir sind kein Archer, wir sind ein Fighter. Ein adäquater Fighter und wir sind. Ich mag Äxte schon sehr gerne in eigentlich allen Spielen. Wobei Speere sind auch ganz nice, glaube ich. Von dem, was ich bei Toadies Gameplay gesehen habe, ich wähle trotzdem den Axtmenschen aus. Wir sind der Axtmensch, warum auch nicht. Adäquat soll erstmal ausreichen. Ich habe mir so überlegt, man kann ja irgendwie Sachen auch werfen. Stellt euch mal vor, man spielt einen Necromancer. Der irgendwie mit abgehackten Händen nach seinen Feinden wirft und die Hände dann wieder belebt und dann die Hände würgen. Das geht locker. Das geht wahrscheinlich. Das würde mich nicht wundern, wenn das nicht gehen würde. So, also wenn auch Armor-User, das habe ich gerade vergessen, man kann reiten. Okay, wir sind auf jeden Fall auch ein Reiter. Da bin ich down, auf jeden Fall. Hallöchen. Und wir sind vielleicht ein Observer. Das kann vielleicht auch nicht schaden. So, ich weiß nicht, wie gut Observer ist, was mir das genau bringt. Gut, das sind alles Combat-Skills im Endeffekt, aber wie gesagt, wir wollen einfach ein bisschen testen.
Wir randomize unsere Appearance. His hair is striped or. Oha! Oh, wie cool wir aussehen da oben. Das ist ja cool. He's muscular. Ändert sich das, wenn ich jetzt gleich randomize klicke? His hair is striped orange or black. His skin is dark peach. His eyes are yellow. Okay. Yellow? Okay, in der Regel sind doch Katzenaugen immer grün meistens, oder? Es scheint sich hier oben nicht zu ändern, okay. His hair is striped orange or black. Kann man das so randomizen? I guess bis jetzt kann man es so randomizen, vielleicht. Okay, das, oben das Bild ändert sich jetzt nicht. I guess wir sind immer orange und black. Es gibt keine andersfarbigen Tiger. Tiger macht irgendwo Sinn vielleicht. Ah, vielleicht kann man das nicht genau einstellen, weil es ein Tiger ist. Gelbe Augen, Hairstripe orange und black. His skin is copper, he's muscular. Okay, meinetwegen. Das sind wir jetzt. Oh mein Gott, was man hier alles einstellen kann. Oh mein Gott, wie cool ist das bitte? Ich werde das jetzt randomizen, glaube ich. Full custom. Ah, coming soon, okay. Change dream goal if possible. Okay, wir randomizen das mal. Socialize. Ah, okay, das sind unsere Needs jetzt. Fight, cause trouble. Ich bin down. Fight, cause trouble klingt gut für eine Katze. Change dream slash goal if possible. Okay, keine Ahnung. Ich werde mich jetzt hier nicht weiter rein. Es ist nur ein Testcharakter. Wir skippen hier mal durch. Also wir skippen nicht durch, aber... Okay, man kann auch Start-Items auswählen. Equipment and Pet Points remaining. Ach du Kagene. Okay, cool. Copper Buckler. Ein Axt haben wir. Ein Carving Knife. Das ist schon auch praktisch. Zum Sachen carven. Keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung, meine werten Freunde. Ich werde mal ein paar Sachen hier auswählen. Dann hören wir es gleich wieder. So, ich habe mir jetzt ein paar Sachen ausgesucht. Wir haben eine Trinkflasche. Wir haben... Full Body Armor, also zumindest Helm, Oberkörper, Schuhe und Beine, Hose, Grease, whatever. Und was ich jetzt noch machen werde, ist eventuell, wo sind Waffen? Ich glaube, die sind ganz oben, ne? Handwear, ne, Handwear sind Sachen, die man an den Händen trägt. Weapons, da wird es sein. Und zwar hätte ich gerne statt einer Copperwaffe, man kann nämlich hier auch andere, man kann alles mögliche auswählen. Ich hätte gerne was Besseres als Copper. I guess man kann nur bis Eisen gehen. Dann nehmen wir Eisen. Wir nehmen bitte eine Eisen-Battle-Axe. Weil Eisen besser ist. Das kostet zwar mehr Punkte, aber das ist okay. Wir entfernen die Copper Battle Axe und wir nehmen stattdessen eine Eisen Battle Axe. Die hätte ich ganz gerne. Wenn ich sie denn finde. Iron Great Axe, interessant, okay, aber ich hätte lieber eine Battle Axe. Und das Coole ist nämlich jetzt, wir können die Qualität hier hochleveln. Das kostet 100 Punkte, die Qualität hochzuleveln, glaube ich. Also ich habe diese Punkte hier stehen. Ihr seht, man kann das Qualitätlevel davon verändern. I guess die Iron Battle Axe können wir jetzt leider nicht leveln. Okay, das ist ein bisschen doof. Dann leveln wir einfach unsere Rüstung ein bisschen. Da werde ich jetzt mal den restlichen Punkte drauf kloppen. Wir leveln hier unsere Boots noch hoch und dann können wir vielleicht noch irgendwo 7 Punkte drauf leveln, drauf geben oder sowas. Ein bisschen Essen habe ich noch mitgenommen oder was. Ja komm, wir nehmen hier noch ein bisschen mehr davon mit und noch ein bisschen mehr hiervon und dann haben wir noch einen Punkt über und das passt. So, also wir haben jetzt ein Backpack, ein Fläschchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht eine Trinkflasche gebrauchen kann. Okay. Keine Ahnung. So, ich habe ein paar Sachen mit. Ich weiß es auch nicht. Accept Equipment. Mount and Pets. Oh mein Gott. Ein Tiger, der auf... Okay. Aber wir haben keine Punkte. Okay, das geht auch in die Equipment-Punkte. Wir enden doch kein Party mehr, aber ich würde sagen, wir sind ready to adventure. Ich könnte mir eine Katze nehmen. Das wäre natürlich... Ich wäre geneigt. Das ist so bescheuert. Ich wäre geneigt, mir eine Katze mitzunehmen. Wir lassen ein bisschen Essen hier. Und zwar... Wie waren das? 11 Punkte? So, wir lassen ein bisschen Essen da. Und wir nehmen eine Katze mit. So. Der Tiger mit seiner Haustierkatze. Natürlich. Wer kennt es nicht? So, okay. Ready to adventure. Wir sind bereit. Adventure waits. Okay, go. Auf geht's. Legen wir los. Okay, you finally got your equipment together, such as it is. Now it's time for action and adventure. In the rush of excitement, you've forgotten where you were going to go, okay? A foolhardy soul might try to rescue the children that have been kidnapped, okay? Perhaps some of your friends here have ideas. Okay, da ist schon meine Katze, die sehe ich schon, okay? Also ich scheine Freunde in der Stadt zu haben. Kann ich irgendwo sehen, welche Freunde ich habe? Oh mein Gott. Es erschlägt mich gerade alles etwas. Wie gewohnt in Dwarf Fortress, nicht sehr viel, das Spiel nimmt er nicht so mega an die Hand. Viewer Status. Relations. So, haben wir Freunde. Den Amsan, Human Cheesemaker und Human Cook. Wir kennen also ein paar Leute, scheinen wir hier zu kennen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und reden mit einem von unseren Freunden und unsere Katze ist auch dabei. Der gefährliche Tigermann mit seiner Katze. Natürlich, was auch sonst. Okay. Ich schätze mal. Oh, you lie. Okay, wenn man S drückt, das ist nicht, um runterzugehen. WASD-Movement ist es schon mal nicht. Okay, you lie on the ground. Okay, ich habe mich hingelegt. Wie stehe ich auf? Jump where? Okay, search for bugs. Wie bewegt man sich? Wie bewegt man sich? Okay. Mit der Maus vielleicht? Ah, mit der Maus, okay. Vergeht die Zeit gerade? Ich kann nicht erkennen, ob die Zeit irgendwo vergeht. Was passiert, wenn ich auf Space drücke? Nichts, okay. Liege ich jetzt auf dem Boden? Ich drücke nochmal S. You stand up, okay. Ich bin gerade über den Boden gekraxelt anscheinend. Ich weiß auch nicht, warum wir hier gerade so blinken. Ich und meine Katze. Vielleicht, weil wir indoors sind oder sowas. Ich habe keinen Plan, was hier gerade abgeht. Okay, wenn ich mit meinem Mausrad scrolle, dann... Okay, dann können wir das Höhenlevel, das Zettel verändern. Das macht Sinn. Wir gehen mal zu dieser Tür, würde ich sagen. Muss ich aufmachen? Ah, okay, cool. Okay, jetzt sind wir draußen. Okay, das ist die... Mal gucken, ob wir noch irgendwie einen anderen... Aber man muss immer klicken für jeden einzelnen Schritt. Das macht auch irgendwas Sinn. Okay, also wir haben zwei Türen anscheinend. Das scheint unser Haus zu sein. Garlic Plants. Kann ich die ernten? Interesse halber. Frage für einen Freund. Ist das hier? Interact with nearby objects. Okay. Get set. Oh, wie cool. Pick Garlic Leaves. Okay.
Wir picken Garlic Leaf with your left hand. Okay, cool. Okay, wir haben Garlic gepickt. Die erste Sache, die ich gemacht habe, ist erstmal eine Pflanze picken. Also, ich habe jetzt schon mega Spaß daran. Ne? Ich habe keinen Plan, was ich tue. Ich habe jetzt schon so viel Spaß. Und meine Katze headbumpt mich. Woge ist, glaube ich, meine Katze, oder? Das ist meine Katze. Wir gucken mal kurz. Ja, Woge ist meine Katze. Die Katze gibt mir so einen kleinen Titsch mit dem Kopf. Okay. Wir gehen mal rüber zum anderen Haus hier nebenan. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Ich hatte jetzt schon mega Spaß drin. Also dieser Modus ist super. Okay, hier ist niemand. Hier ist niemand. Okay, wir gehen mal weiter. Eine Katze stiefelt mir brav hinterher. Ich würde gerne jemanden finden, mit dem ich reden kann. Einfach nur, um mal zu testen, wie das so ist. Mit jemandem zu reden. So, wir gehen mal hier rüber. Ah, hier sind Menschen. Okay, wir Human Potash Maker. Trapper. Ist das einer meiner Freunde irgendwo dabei? Nicht Companions. Alles gut. Relations, so. Okta, Ini und Amsan. Engdul. Nee, das ist keiner von meinen Freunden. Aber wir reden mal mit einem von denen. Kann ja nicht schaden. Oh, ist das cool. So, wir gehen mal hier rüber. Wir Human Trapper. Human Potash Maker. So, the Giant Crabs and the Giant Skink. Wir Human. Okay. Yo, funny. Okay, die reden gerade über irgendwelche Tiere anscheinend. Jetzt bin ich außerdem gelaufen. Okay, wie kann ich irgendwie nicht laufen? Ah. And the Dwarf saw the sun and vomited on the spot. Okay. Die reden anscheinend gerade über Cave Adapted Zwerge. I guess, ich muss das nicht wegklicken. I guess, das bleibt einfach on screen. Und diese Sachen, die ihr Leben gerne machen könnt, solltet ihr neu sein auf meinem Kanal. Wenn euch der Content gefällt, wie dieses Video zum Beispiel, lasst mir lieben gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Um mich auch zu unterstützen, demnächst wird es wahrscheinlich auch einen Crashkurs auf meinem Kanal zu diesem Modus ergeben, wenn ich mich selber ein bisschen reingefunden habe. Und auch so ein Playthrough und generell, ich habe schon einige lustige Dinge geplant. Lasst mir zu lieben gerne ein Abo da und gerne auch Likes und Kommentare, wenn euch mein Content gefällt. Und ich würde sagen, wir reden zwar mit den Freunden hier, oder? Was kann man hier machen? Kann man hier singen, tanzen? Ah, ne, ich bin hier im Dialogmenü gerade. Wie macht man das denn zu ohne Space vielleicht? Ah, cool, okay, auch Space. Talk to somebody, start a performance. Wir reden erstmal jemanden, bevor wir jetzt hier wild anfangen. Anfangen zu tanzen. Shout out to everybody. Click a creature. Okay, okay. Wir reden mal mit dem hier, I guess. Mit dem Potash Maker, ja. So. Greet listener. Neutral attitude, confident. So. Hello. So. Hello, Engdul. Ah, es kann sein, dass ich gerade durchs Menü durchgeklickt habe, weil meine Maus manchmal doppelklickt. Sorry. Ich werde gleich mal mit den Keybinds auf der Tastatur. Hätte es eh gleich getestet, die Keybinds auf der Tastatur einmal zu nutzen. Hello, Engdul. So. So, the Ostrich Man and the Brown Recluse Spider. der eine Mensch pettet meine Katze. Okay, cool, okay. Hello, it is good to see you. Okay. Kann ich jetzt mit dir weiterreden? Continue conversation. Okay. Oh mein Gott, das ist so krass. Oh mein Gott, okay, was? Fragen wir nach Directions? Inquire about. Oh, wir können so viel. Bring up specific incident or rumor. Moment, kann ich dir jetzt einfach Lügen erzählen? Gift a large pet, ask listener to join you. Mein Gott, was man alles machen kann, das ist ja absurd. Okay, wir fragen mal, wo unsere Freunde sind, würde ich sagen. Wir probieren das einfach mal. Wir fragen nach Directions oder Summer. Wir fragen erstmal nach Directions. D. Auf a plump helmet man. Okay. Nee, wir möchten. Wo sind unsere Freunde? Wie heißen denn unsere Freunde? Kann ich das in dem Menü öffnen? Nee, kann ich leider nicht, okay. Und zwar. I guess we ask nach somebody, ne? Friendly Terms. Oh, okay, der erscheint es ja auch, weil ich ihn angesprochen habe. Und zwar, wir fragen nach Ini. Imi. Ini. Gibidil. Okay, so, wir fragen nach Ini Gibidil. Okay, alles klar. Kann ich jetzt hier Ini eingeben? Ini. Gibidil. Nee, ich glaube nicht. Okay, da sind wir, glaube ich, im falschen Menü. So, also da können wir jetzt nach. Wie komme ich jetzt zum Menü wieder raus? Ah. Oh Gott, wie kommen wir aus dem Menü raus? Wie komme ich zurück? Ah! Ah, M. Ah, hoppala. Auf M wäre es gerade gewesen. Ich glaube, C ist für Conversation. Ne, K, okay. K und dann A. Und dann ist es, glaube ich, M. Oder muss ich erst runterscrollen, damit es M ist? Change the subject, okay. Ask about somebody. Das ist E. Und jetzt fragen wir nach Ini. Da Ini Gibidil Fold Rope. Okay, das muss er sein. The Human Ini Fold Rope. Okay, C. What can you tell me about the Human Ini irgendwas? You're funny, okay. I can see a place for maintaining decorum, but it's. Is my neighbor, okay. Okay, also wir sind. The Plot Thickens, das ist der Nachbar von diesem, lieben Kerl hier. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wie wir da hinkommen. K. C. Nein, okay, jetzt ist es A aus irgendwelchen Gründen. How listeners feeling, okay. Ask for directions, wie machen wir das genau? I guess we're asking for directions jetzt. Vielleicht können wir jetzt danach fragen. Nach Ini. Nee, okay. Fold Rope. Ich weiß nicht, warum ihr nach diesem Plump Helmet mir hier fragen könnt. Das ist auch sehr interessant. Ja, gut, okay. Also, es scheint der Nachbar zu sein.
Nutzen wir einfach mal die Informationen und guck mal. No doubt the human trapper, I have improved my person. Vielleicht sollte ich, soll ich noch Tschüss sagen, das macht vielleicht Sinn. Goodbye. Kann ich goodbye? Achso, ich bin noch in dem Menü drin. Okay, ich muss wieder M drücken, glaube ich, war das, ne? War das M? Hoppala. Ah, ich muss einmal klicken, damit das hier. Ja, da, ja. Rechts klicken, okay, so. Hier ganz runter. M und jetzt sage ich goodbye. Geht das? Good. Say goodbye, okay, cool. Okay. Say goodbye. Goodbye. Ah, cool, wenn ich mal mein Ding habe, dann sehe ich mein eigenes Porträt hier. Das ist auch sehr cool. Die Katze spielt hier mit den Menschen. Warum sagen die ganze Video funny? Oh mein Gott, mir fällt das jetzt ein. Stimmt, ich bin ja ein Tigermann. Da läuft einfach so ein, so ein Tigermann, marschiert in deine Bude und mit so einer Katze im Schlepptau. Gut, die Menschen finden das wahrscheinlich alle sehr lustig, dass sie gerade mit einem Tigermann reden. Ich weiß nicht. Okay, goodbye. So, okay, wir gehen mal raus. So, also es ist ein Nachbar. Das ist ein Nachbar, okay. Wo könnte dieser Nachbar wohnen? Kann man rauszoomen? Ja, okay, Steuerung und Mausrad, dann kann man rauszoomen. Wir zoomen mal ein bisschen raus. Wenn ich Ini Gibi Dibil oder wie auch immer der Typ heißt, wäre, wo würde ich wohnen? Vielleicht hier. Vielleicht wohnt er ja hier. Hier ist schon mal niemand, okay. Das ist aus dem Taverne oder sowas vielleicht? Irgendwas Großes hier? Human Farmer. Okay, ich glaube, den Ini, den werden wir jetzt erstmal nicht finden. Ich bin mir sicher, man kann ihn irgendwie finden. Was ist denn, wenn ich für den Farmer jetzt hier anfange zu tanzen? Tell a story, wir erzählen ihm eine lustige Geschichte. Und zwar über eine Person. Über den Ini erzählen wir dem eine Geschichte. The start as a cook of a human Ini Foldrope. Warte, was? You begin the story of a start. Oh mein Gott, ich erzähle jetzt aber irgendeine Geschichte. Das ist so großartig, okay. Continue performing. You begin the story. The human farmer. The storyteller could be worse. Stimmt, wir sind nicht so gut darin, ne? Das habe ich nicht geskillt. Okay, wir erzählen nämlich eine schreckliche Geschichte über irgendeinen Freund von uns, okay. The storyteller could be worse. Okay, wir können die Geschichte leider nicht sehen anscheinend. You stumble over details. The storyteller is middling. Okay, wir sind genug Geschichten erzählt. Okay. Reden wir mit dem Kollegen mal. So. Und zwar neue Konversation. Greet Listener. Hallo Oba. So heißt der anscheinend. K. So. Continue. Was könnte man jetzt noch machen? Inquire about any troubles. Wir sollten nach irgendwelchen geklauten Kindern suchen oder fragen. We've got abductions. Well, let's see. We've got abductions. Okay. Dann erzähl mal über die Abductions, mein Freund. Ja. Several years ago, as Honor Gifted was kidnapped from Spin Thief by Ngoso. Das ist doch locker ein Forgotten Beast. Erzähl mir nichts. Soll ich jetzt Forgotten Beast killen gehen oder was? Okay. Kann ich irgendwie fragen nach Ngoso? Oh ja, da ist er. Das ist er doch. Ngoso Cloud Scorpion. Jawohl, da oben steht's auch. Okay. Wo ist der Ngoso? Profane Hour ist irgendwie Blizzard of Gangs. Okay. Wie zur Hölle komme ich zu dem Blizzard of Gangs? Kann mir das mal erklären? Aber wir können fragen, ob wir hier übernachten dürfen. Das ist auch cool, okay. Express your emotions. Dass man alles machen kann, das ist so cool. Und das werde ich mir alles schön einverleiben. Oh, okay, das scheint. Der hat ein richtig großes Haus, der Kollege, ja? Ich und meine Katze machen uns auf Erkundungstour hier. So, ich würde sagen, wir suchen mal nach einem Goso. Und zwar müssen wir dafür bestimmt auf die World Map oder sowas. Was haben wir denn hier? Toggle Sneaking. Set Movement Options. Open your Inventory. View your Log. Set Combat. Wir gehen einmal alle Knöpfe durch, würde ich sagen. Interact. Search for Bugs. Oh, okay, cool, man kann nach kleinen Insekten suchen. Okay, you found some small creatures. Climb a hold, jump, talk, performance haben wir gerade schon getestet. Craft a butcher, coming soon, okay. Use, ability coming, auch coming soon. Strike or wrestle, continue, shoot. You're not yielded, click to yield. You have a weapon drawn, click to strap it. You're not prone, click to go prone, okay. Sleep or wait a while, build, okay, hallöchen. Travel, hotkey, großes T. Okay, jetzt wüsste ich ganz gerne, wo ich hin muss, ne? Also, Toggle Track View, coming soon, okay, Toggle Cloud View. Passiert gerade irgendwas? Ich sehe nämlich gerade keine Clouds, aber okay, wir tun mal so, als würde was passieren, keine Ahnung. View the Map, Toggle Sneaking, so, also wir sind im Travel Mode. Kann ich rauszoomen? Ne, kann ich nicht. Reinzoomen kann ich auch nicht. Houses und Abandoned House, wird das da oben vielleicht sein? Oder ist das hier? Ah, Abandoned House ist das, wo wir gerade sind, schätze ich mal. Kann ich irgendwie... View your log coming soon. Ah, okay, das geht also alles noch nicht. Was ist das für ein Knopf? Okay, das ist der Einstellungsmenü-Knopf, whatever. So, wie finde ich jetzt dieses Forgotten Beast? Das sind doch die Fragen, die sich mir stellen. End Travel. View the Map. Das ist die mir bekannte Map, oder was? Kann ich hier irgendwo sehen, wo dieser Ngoso ist? Ich habe leider schon vergessen, wo der war. The Land of Slowing, okay. Hier vielleicht? The Minotaur. Okay, das ist ein Minotaurus. This is common knowledge where you're from. Okay, cool. Das ist aus dem Wölkchen eventuell, das ist auf der Map.
Ich versuch's mal, diesen in Großer zu finden. Shadow Horror. It's rumored to be in Abyssbone. Okay, alles klar. Shadow Horror, alles klar. Keine weiteren Fragen. Vielleicht muss ich einfach drüber hovern, dann wird mir das irgendwo angezeigt. Weil ich weiß das ja jetzt theoretisch gesehen. Das war's, oder? The Giant Serif is rumored. War das hier? Nee, oder? Nee, Attached Gemo, das ist es nicht. Ich glaube, das ist es nicht. Ich weiß echt nicht, wo wir hin müssen, ne? Also, absolut kein Plan, wo wir hin müssen. Ich habe ja gerade einfach mal drüber. In der Hoffnung, dass mir das irgendwo angezeigt wird. Also, also wir gehen einfach mal hier rüber, würde ich sagen. Also, auch wenn das jetzt nicht ist, wo dieser Super-Experte da ist, den wir wegklappen sollen. Oder wir gehen hier rüber. Wir gehen mal hier rüber. Wir töten den Shadow Horror. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir den finden sollen, aber wir gehen einfach mal darüber. Das ist jetzt mein Plan. Okay, das war die Falschtaste. Auf D schließt man anscheinend die Map. Was ist das hier? Recenter on yourself. Okay, also wenn man auf D drückt, passieren irgendwelche Dinge. Auch hier muss man wahrscheinlich dann mit Klicks das Ganze machen. Da unten sehe ich eine Brücke. Wir gehen mal runter zur Brücke vielleicht. Offloading Site. Okay, so. Wir sind unterwegs. Wir sind auf der Straße unterwegs und wir gehen jetzt hier runter. Zu diesem komischen super-duper Horror. Keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht, liebe Freunde. Ich weiß doch selber nicht. Tracken kann man halt auch noch nicht. Ich vermute mal, da fehlen halt noch, es ist halt eine Beta, da fehlen wahrscheinlich noch ein paar Sachen, die das Ganze etwas leichter zu navigieren machen. Und generell, ich habe auch noch keine Erfahrung mit diesem Modus, deswegen ich kenne mich. Wir sind schon mal ein bisschen weiter runtergegangen. Was haben wir hier? Was ist hier los? Okay. Wolken vielleicht? Oder so? Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgeht. Da war gerade irgendwas Orangenes, kurz. Achso, Trees an, okay, schon. Sure. So, wo müssen wir hier hin? Hier hin, ne? Ja, da. Oder ist der hier auch? Kollegu, Human Hamlet, Abyssbone, okay. Okay, so, wir gehen mal weiter. Und zwar müssen wir da weiter in diese Richtung hier. Und da unten irgendwo, ich glaube, das da oben ist vielleicht die Sonne, die sich hier oben gerade am oberen Bildschirmrand bewegt. Ich weiß auch nicht genau. Kann ich geklickt halten? Nee, kann ich glaube ich nicht. Okay, wir müssen irgendwie in diese... Es zoomt einfach noch weiter raus, ja krass, okay. Wir müssen in diese Richtung, ich glaube, da müssen wir hin, ne? Das Zoom ist gerade übrigens automatisch passiert. Wie das genau alles funktioniert, das weiß ich selber noch nicht so genau. So, das ist es, oder? Sind wir da unten jetzt richtig? Ja, das muss es sein. So, und hier irgendwo, da ist der böse Mensch. Der böse Shadow Horror oder so ähnlich. Keine Ahnung. Boah, scheint aber eine große Stadt zu sein, ne? Meine Fresse, ne? Gehen wir hier rüber. Die Straße vielleicht. Achso, kann ich da nicht... Ah, ich kann in diese Richtung mich nicht bewegen. Ich kann mich hier hin bewegen, aber. Und jetzt kann ich hier die Straße runter. Haus? Okay, ein einzelnes Haus. Shrines to Itwit irgendwas. Houses, Abandoned Houses. Ich glaub, wir kommen der Sache näher. Abandoned Houses klingt gut. Wo genau muss ich hin, ist die Frage. Ein Well, okay. Wo ist der Shadow Horror? Wir gehen mal hier aus dem Travel Mode raus. Zack. Und da sind wir jetzt. Ich und meine Katze. Du da. A chubby human Stonecrafter. Du da, mein Freund. Du berichtest mir jetzt über den krassen Horror. Der hier, den Shadow. Wo rennt er hin? Nein, bleib hier, mein Freund. Nein. Ah, hier sind alle. Okay, cool. A small llama wool tunic really makes for outfit. Okay, cool. Shout out to everybody. Greet listener. Greetings. My name is Sparky Scartoof the Angry Cat. Die reden hier gerade über irgendwas. Okay, don't waste my time. Ah, hello. I'm Seth Basis Frames. So Sparky. Sparky, what is it? Sparky was it. So, continue shouting. Ask for directions. The Giant Serif, den haben wir auf der Map auch irgendwo gesehen. Aber wir suchen jetzt hier nach dem Bone Crypt. Nach dem suchen wir. Ich weiß nicht, wie wir suchen. Oh nein. Wir suchen nach Vilela Bone Crypt. Vilela Bone Crypt. Okay, nach dem suchen wir jetzt. So, okay. Ich meine, ich könnte auch die jetzt einfach angreifen, aber ich möchte natürlich einen Bösewicht angreifen. Da ist Böses im Busch und deswegen greifen wir den Bösen an. Wir greifen jetzt den Vilela an. Vilela. Genau, den. Vilela Bone Crypt. Wo ist er? Der Vilela. Der, die das Vilela. Bla 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 bla. Ist in the Sweet Steps. Okay. Wo sind die Sweet Steps? Wo ist das? Bin ich in der süßen Steppe nicht schon oder so? Dallmeier. Ja, das ist hier. Aber wo ist er denn? Wo ist er denn hier? Hör mal. Wo ist er denn? Weiß das keiner? Kann mir das keiner sagen? Also irgendwo hier ist er. Ich weiß nicht genau, wie man den jetzt finden muss oder finden kann. Vielleicht muss ich hier ein bisschen im Travel Mode weiter rum marschieren. Ist er nicht direkt hier? Ich dachte jetzt, der wäre vielleicht in der Stadt oder so. Kann mir irgendwer sagen, wie ich da genau hinkomme?
Investigate. Master Boss Schemes and Plots. Nee, alles gut. Nee, ich möchte nur wissen, wo der ist. Wir wollen den wegmetzeln hier. Ja. Change the subject. Ask Listener to join you. Vielleicht kann ich ihn fragen, mich zu joinen. Und dann sehe ich auf der Map, wo der ist, genau. Oder so. Bring about your past violent acts. Okay. Okay, Spiel. Nee, was habe ich jetzt gemacht? Okay. Ich bin Z-Level hoch, genau zu sehen. So. Wie machen wir das jetzt? Das Ding ist, man kann halt auch nicht tracken. Ich vermute mal, dass man über das Tracken ihn vielleicht finden könnte. Kann ich irgendwie rüber hovern mit der Maus? Dann sehe ich den. Nee, I guess not. Der ist doch bestimmt irgendwo hier dann in den Feldern oder da hinten in diesem einsamen Haus da oder so. Offloading Site. So, wir gehen mal schier mal los. Da stehen nur Significant Structures. Ich sehe hier auf der Map jetzt aber auch irgendwie niemanden. Sag ich jetzt mal so. Wie finden wir den denn? Wie würden wir diesen Kollegen da finden? The Sever of Squashing. Das klingt doch mal irgendwie eigenartig. Das klingt doch mal nach, weiß ich nicht so genau. Nicht so einladen. Kann ich die Kamera bewegen? Ja, kann ich, okay. Wir verschaffen uns mal ein bisschen hier einen Überblick. Hoppala. Ist dunkel geworden, oder was? Kann ich hier hoch? Ja, kann ich normalerweise. Das sieht mir nach, weiß ich nicht so genau. Das sieht mir ein bisschen eigenartig aus. Das sieht mir nach dangerous aus. A squeaky voiced human spearman, okay. Hallo Freunde, ich, a grating voiced lady, okay. Wir reden mal mit dem squeaky voiced human spearman, vielleicht. And the dwarf saw a sun and vomited on the spot. Okay, cool. Das scheint hier irgendwie gerade der Trend zu sein, das sagen irgendwie gerade alle. Wir reden mal mit dir, mein Freund. Mit dem squeaky voiced human. Hallo. Uso appear bold. You know you don't meet many people with the name Sparky. Ja, das glaube ich dir. Ich bin nämlich der Einzige wahrscheinlich, der diesen Namen hat. Bring a specific incident or rumor. Ich habe schon vergessen, wie der. Wie Lela war das, ne? Spread rumor. Ich kann es Rumor spreaden. Okay, ja, ich will aber nicht den Rumor. Ich möchte eigentlich. Würde ich lieber wissen, ob du was über das Rumor selber weißt, Thomas. Man kann es ja auch Fake News spreaden, wie ihr seht. Ask for directions. So, wie komme ich zu Vilela? Kannst du mir das sagen? Weißt du mehr? Der ist hier ein Soldat, der scheint das hier vielleicht zu wissen. Der kennt es mir so schlecht aus hier. Wer weiß? Vielleicht können wir den jetzt hier ausklatschen. Sind wir Sweet Steps? Aber wieso weiß das denn keiner, wo der ist, Thomas? Wieso weiß das denn keiner? So, Eagleman, the Giant, Bushmasters oder whatever, okay. Ja, gehen wir wieder raus. Also, ich weiß nicht so genau, wie wir den jetzt hier finden. Ich mache mal kurz einen kleinen Cut und dann erkunde ich mal ein bisschen off-camera und dann hörst du wieder. So, ich habe einfach mal auf den Coming Soon Toggle Track Mode Button gedrückt. Ich habe gedacht, ich schmeiße einfach direkt mal die Aufnahme wieder an. Strongest Odor, none. Also anscheinend kann man hier eventuell. Also steht zwar Coming Soon, ne? Aber dieses Menü hier gibt es schon. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück können wir den damit finden. Hier diesen Vilela-Typen. Vielleicht auch nicht. Ich würde mal in die Stadt gehen vielleicht. Ich würde aber gerne mal kurz. Ich werde mal kurz hier lang gehen. In der Hoffnung, dass ich den hier vielleicht irgendwie gleich da oben rechts unter Significant Structures aufploppen sehe. Keine Ahnung. Aber ich glaube fast nicht. Wir gehen mal zurück in die Stadt. So, also wenn in der Stadt jetzt kein Strongest Odor ist hier, dann weiß ich auch nicht. Kann ich nicht rein? Oh, da kommt man nicht in die Stadt rein, oder was? Ah, hier unten können wir da schon rein. Das ist nämlich ein Weg. Strongest Odor none. Okay, das ist so eine Sache jetzt. Houses, abandoned houses. Also ich glaube nicht, dass wir den in der Stadt finden werden, um ehrlich zu sein. Aber hier sind viele abandoned houses in der Nähe. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Ja? Und wenn ich dann boxe, dann einfach einen Menschen. Weil ich würde gerne einfach gegen irgendwen einmal kämpfen hier. Bisher weiß ich noch nicht so genau, wie man hier nach bestimmten Monstern, Kreaturen suchen kann. Also vielleicht habe ich mir jetzt auch ein schlechtes Beispiel ausgesucht. Beispiel Anfangsseite. Ihr wisst, was ich meine. Oh, das sieht irgendwie demolished aus hier an der Stelle. Da der jetzt hier irgendwo in irgendeiner Stadt am rumlurken ist, der Typi, den wir jetzt hier gerade am Suchen sind. Spattering of Water. Okay, also hier scheint hier gab es definitiv einen Kampf oder sowas in die Richtung. Oder? Ich weiß nicht. Logischerweise, wenn man irgendwie so einen Minotauren in so einer Minotaurenhöhle sucht, der ist dann halt in seiner Höhle. Ne? Also es gibt leichter zu findende Kreaturen und schwer zu findende Kreaturen. Und hier scheinen wir gerade nicht unbedingt jemanden uns ausgewählt zu haben, der leicht zu finden ist vielleicht, ich weiß nicht. Da oben, das sieht auch irgendwie demoliert aus, was auch immer das da oben ist, oder? Ist das hier? Unusable Dense Upward Slope, okay. Ja, ich weiß nicht genau, wo hier... Okay, thank you for your kind words. Ein Human Miller, okay. Aber guck mal, die sind doch jetzt hier in der Combat Zone, ne? Die sind doch jetzt hier mitten in der Danger Zone. So, du hast doch bestimmt hier das böse Monster gesehen, so. Greet Listener. Hello, Sparky, I can't say I've heard that before. Okay, cool. Ask for directions. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Oh mein Gott. Vilela, so, da. Ist in the Sweet Steps. Ja, aber wo denn? Kann ich das vielleicht nochmal fragen einfach? Wir fragen das einfach nochmal. Ich
Fragt das einfach nochmal. Ask about somebody. Vielleicht ask me more about somebody. Ask about Videla. So. Is a dangerous animal, okay. Ja, das dachte ich mir schon, aber wo denn? Wo ist denn der, die das Videla? D. Und dann Videla. Ja, okay, in the Sweet Steps. Also was genaues kriege ich jetzt hier gerade nicht. Vielleicht in meinem Log? Vielleicht kann ich irgendwie... Nee, da kann man nicht draufklicken oder sowas. Ich hatte jetzt gehofft, dass... Das ist halt eine der Sachen, die ist noch ein bisschen clunky. View Log coming soon, open your inventory. Das ist natürlich noch ein bisschen clunky alles. Dass man das nicht einfach jetzt irgendwie sehen kann, sag ich mal. Dass man das nicht irgendwie markiert kriegt oder dass man nicht irgendwie was genaues kriegt, als ja, der ist ungefähr da. Den habe ich da mal gesehen, vor 30 Jahrzehnten. Ich glaube, wir laufen gerade aus der Stadt raus, eventuell, kann das sein? Oder was ist das hier für ein. Weiß nicht, also. Viel Sand um sonst gar nichts, oder was? Ich weiß nicht, da ist ein bisschen Schnee, okay, sehr eigenartig. Sand, Schnee, hier alles gemischt. Wir laufen ein bisschen durch die Gegend. Das sieht mir irgendwie auch suspekt aus. Ist das hier ein Weg? Es sieht mir alles sehr suspekt aus hier. Also, es sieht schon so aus, als hätte es hier irgendwie Chaos, Zerstörung, Toten, Verderben gegeben. War da gerade zum Block? Achso, meine Katze hat mich wieder gebombt, okay. Ja, also, gerade finde ich jetzt hier niemanden. Ich würde sagen, wenn ich massakriere, ist einfach einen von den Menschen, um dieses Video jetzt hier damit abzuschließen, sag ich mal. Wie gesagt, ich will es nicht, es ist schon wieder viel zu lang geworden eigentlich. Eigentlich ist es jetzt schon zu lang. Aber, ja, ich kämpfe einfach mal gegen einen von den Menschen. Wobei, oh, das könnte was sein. Was haben wir hier Schönes? Wie wilde Pflanzen, okay. Okay, ist ja auch Hausdächer. Vogel stands up, okay. Okay. Wir sehen ein paar Dächer. Wir sehen ein Steinchen. Hier vielleicht irgendwie? Was ist das denn für ein Höllenloch hier? Ach, das ist das komische, ganz kaputte Haus, oder was? Okay. Gucken wir mal in das Haus hier rein. Da ist auch jemand drin. Also wir werden den Freund hier, also... Ja, ich weiß ja nicht. Ah, ich möchte jetzt eigentlich nicht einen unschuldigen Menschen hier zusammenkloppen. Damit sind wir der gefährliche Tigermann, deswegen machen wir das einfach mal. Wir nehmen es einfach den. Also wir greeten ihn einmal. Hallo. You know, you don't meet many people from name Sparky. Ja, das ist okay. Track. Warte, was? Track / Spur Small Sandal Imprint. Oh. Aha. Moment mal. Man kann wohl tracken. Okay, man kann Tracks sehen am Boden, oder was? Small Sandal, yours or companion. Okay, okay. Unintelligible. Man kann wohl tracken. Yo, das ist ja krass. Okay, okay. Da oben in dem Menü, seht ihr das? Jetzt hinter mir zum Beispiel. Small Helm Imprint, yours or companions. Man kann also wohl tracken. Gibt es irgendwie eine Track View? Ah, das wäre so praktisch, wenn man irgendwie eine View hätte, mit der einem die Tracks angezeigt werden. Also man kann wohl anscheinend, so geht das dann wahrscheinlich. Man kann wahrscheinlich auf die Art und Weise dann hier zumindest in einem lokalen Gebiet, in einer lokalen Zone, sag ich mal, tracken, ob irgendwo irgendwann mal irgendjemand war. Wie ist meine Katze denn bis dahin gekommen? Wie ist sie so schnell darüber gerannt, WTF? Okay. Kann man das nur mit Sand tracken? Schauen wir mal kurz. Oh, krass, man kann es nur im Sand tracken? Okay, das macht natürlich Sinn, ja? Das was war da gerade? Cat? Ist meine Katze nicht wieder im Headband mir? Wo war das gerade? Track? Irgendwas von Cat? Cat's right front paw. Right front paw. Also da ist meine Katze entlang gelaufen. Ich schaue hier gerade, ob ich irgendwo im Sand was sehe. Okay, aber das ist natürlich useful. Können wir vielleicht irgendwo das Viech tracken? Wenn wir das irgendwo finden. Aber ich glaube fast nicht, dass wir das irgendwo finden werden. So schnell und so leicht. Aber man kann ja, kann es ja mal versuchen. Ja, aber keine Ahnung. Also wie man jetzt hier... Oh, okay, wir haben Hunger und Durst anscheinend auch. Die Katze hat mich wieder geheadbombt, glaube ich, gerade. Ich würde sagen, wir prügeln uns einfach mal irgendeinen Menschen zusammen. So brutal das auch klingen mag, wir machen das einfach mal. Wir gehen zurück und prügeln den Menschen zusammen. Einfach nur, um das Kampfsystem auch zu testen. Ich möchte einmal alles getestet haben in diesem Video. Oder nicht alles, aber, ne? Wie ihr seht, man kann inquiren, wo Leute sind. Man kann dann den Leuten hier helfen. Man kann also sagen, so, yo, ich kümmere mich drum um die entführten Kinder. Und dann kann man auf ganzer Linie failen und scheitern daran, dass man zu blöd ist, rauszufinden, wo man hin muss. Okay, ja? You insult me for flattery. Okay, also irgendwie ist hier gerade am Reden. Ich weiß nicht genau wo, aber vielleicht in den Häusern. Blausch die gerade in ihren Häusern. Ich glaube, hier da vorne war doch irgendwie... Ah, das ist kein Slope. Okay, so. Da vorne, da war doch der einzelne Mensch hier gerade, oder? Ich möchte jetzt nicht mit fünf Menschen gleichzeitig kloppen. Idealerweise. Hier unten war, glaube ich, nichts drin, genau. So, dann gehen wir mal hier rein. Es tut mir so leid, mein Freund. Es tut mir so leid. Lieber Zita irgendwas. So, wie machen wir das jetzt? Oh Gott, es tut mir ja so leid. Es tut mir ja so leid. Okay, so, wir legen los. Und zwar, strike or wrestle somebody. Zack. Yes. Confirm, wir legen jetzt los.
Der arme Zita Zetmetekek. Okay, so, wrestle. Was machen wir denn? Wir greifen uns den Kollegen jetzt erstmal hier. Und zwar, ich habe das Garlic Leaf noch in der Hand. Wir grabben ihn mit, keine Ahnung, womit grabben wir ihn? Mit unserem, wollen wir die Axt in der linken Hand, I guess? Keine Ahnung, wir grabben ihn mit unserer rechten Hand. Unserem rechten Lower Arm. Und zwar grabben wir, was grabben wir denn da? Oh Mann. Grab Nose. Oh mein Gott. Wir könnten natürlich einen Fuß grabben, ihn dann so wegziehen und dann liegt er auf dem Boden. Und dann hacken wir auf ihn ein wie so ein absolut Größenwahnsinniger mit unserer Angst. Ja, wieso eigentlich nicht? Wir probieren das einfach mal. Wir nehmen jetzt irgendwie wir haben die rechte, wir nehmen den rechten Fuß. You grab the human armor by the right foot from behind. Oh mein Gott, okay. Your right lower arm. Continue active wrestling. Coming soon. Use regular combat to continue wrestling. Okay, coming soon. Wrestle. So, wrestle using right lower arm. Take down. Okay, also ich vermute, Takedown heißt, wir ziehen jetzt dran. Das die Animation, das Bild, das suggest das auch. You take the human armor down by the right foot with your right lower arm. Okay, also liegt jetzt auf dem Boden. Brawl, okay. Interesting. Wir fahren mal fort. So, wir wrestlen ihn schon. Wie kann ich ihn striken? Ich würde ihn gerne striken. Wie strikt man jemanden? Wir wrestlen vielleicht weiter. Lock right ankle. Lass ihn jetzt los. You release the grip. He stands up. Oh nein. Er steht wieder. Okay, es hat nichts gemacht. You're not yielded. You have a weapon drawn. Okay, wie strike ich ihn jetzt? Das ist jetzt die Frage, die es mir stellt. Ah, ich bin gerade wieder auf Dingens gegangen. Ne? Nein, nicht auf meine Katze. Hallo. Ich bin noch nicht groß und wahnsinnig. Ich bin auf Wrestle gegangen, deswegen. So, wir wrestlen ihn. Jetzt mit dem. Wir machen das Ganze nochmal. Dasselbe Manöver nochmal. Diesmal aber mit dem linken Fuß. So, zack. Der denkt sich auch, was ist falsch mit diesem Typen hier? Ich meine, das wird er nicht mehr lange denken, weil ich glaube, wir werden diesen Kampf gewinnen. Der Scary Menacing Tiger Man, der wird jetzt hier gleich loslegen. Und zwar, wir wrestlen ihn und wir taken wieder down. So. Das liegt auf dem Boden. Ich glaube, diese Pfeile nach unten heißen, dass er auf dem Boden liegt. Ich liege irgendwie auch, aber auch auf dem Boden. Keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das alles funktioniert. Logischerweise. Ich bin auch noch ganz neu hier. Ja. Brawl. So, und jetzt können wir ihn striken. Und zwar striken, jetzt wo er auf dem Boden liegt. Impossible Strike, ein Easy Strike auf die Right Hand, ein Easier Strike wäre der Left Lower Arm. Fairly solid, okay. Wie sieht's mit dem Kopf, mit dem Genick, so einmal hier so Kopf ab, wie sieht's damit aus? Impossible, okay, also wir nehmen einen Easy Strike, würde ich sagen. Oder vielleicht einen Easier Strike. Den Left Lower Arm, den nehmen wir jetzt. D. Hack, Slap, Strike, na wir hacken natürlich, wir sind hier die Hacker. Wir hacken das und zwar. Fast strike, slow, hard, but unbalancing, inaccurate. No charge attack, you're on the ground. Boah, ist das alles kompliziert hier. Wir hacken einfach mal. Plop, okay. Oh, meine Katze kämpft mit, okay. Scratches in the right upper leg, okay. Bruising the muscle, okay, krass. The force pulls the right hip, meine Katze ist brutal, aber. The human armorer loses hold of a small alpaca wool left glove. Oh nein, der arme Mensch. Der arme Mensch. Oh, schön. Also nicht so schön, aber ja gut. Ich muss natürlich testen. Ich muss das Combat-System mal testen. Es ist bis jetzt. Ich hab sehr großen Spaß. You hack the human armor in the left lower arm from behind. From behind. Oh mein Gott. Irgend so ein armer Mensch. Die werden hier assaulted von irgendeiner wilden Bestie und dann kommt so ein brutaler Tigermann und hackt dem Typen hier. The severed part sails off in the arc. Der hackt ihm seinen linken Unterarm hier ab. The human armor draws the iron carving knife. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die hat nur ein iron carving knife. Die hat nicht mal eine vernünftige Waffe. Uiuiui. Okay. Wir fahren fort. Wenn wir schon dabei sind, no quarter, okay. Talking. Easy strike, upper body, very square, okay. Easy air strike, left lower leg, oh mein Gott. Jetzt mache ich diesen Menschen hier zu einer einzigen Kartoffel oder was? Jetzt hacken wir hier alles ab oder was? You strike with a human armor, but the shot is parried, okay. Bei Iron Carving Knife, okay. Der Mensch ist ja hardcore AF. Stop, this isn't happening. Okay, ja, wir hören auf. Ja, okay, es tut mir sehr leid. Es tut mir leid. Breakabout past violent action. Oh, ich habe den Namen abgehakt. Nein. Ask to cease hostilities. So. Bogus scratches human armor strikes at you, but the shot is blocked. The battle rages. I am not scared. Let us stop this pointless fighting.
Okay. Scratch the Human Armorer. Force Twists the Head. Aua. Okay. Strikes at you. I will fight no more. Okay, es tut mir so leid. Vielleicht kann man deinen Arm wieder annehmen. Meine Freundin, das ist ja nicht mein Freund, das ist ein weiblicher Mensch. Es tut mir ja sehr leid. Kann ich ihn irgendwie inspecten, diesen Menschen jetzt? Kann ich jetzt irgendwie da draufklicken und den inspecten? Weil auf mich kann ich auch nicht draufklicken. Wie inspecte ich mal andere Kreaturen? View your status? Wie kann ich den Status von Tieren und Kreaturen in der Nähe? Das hier? Nee, search for bugs. Interact with nearby objects. G. Get sand. So Sand ins Gesicht schmeißen jetzt so. Das geht locker auch, das würde mich nicht wundern. Mal so nebenbei. Ja gut, Oh nein! Ich war noch irgendwie noch im Kommen. Ich wollte doch nur auf dasselbe Feld laufen, um den Human eventuell inspecten zu können. Es tut mir so leid. Das war jetzt ein kleines Versehen. Meine Katze kämpfte, oder was? Straps the iron carve knife to her upper body. Habe ich sie jetzt angegriffen? Was passiert gerade? You release the grip? Ich bin mir gerade nicht sicher, was gerade passiert. Hotkey A. Oder habe ich jetzt gerade nur geunwrestled? Ich bin mir gerade nicht sicher, was gerade passiert ist. Eventuell habe ich gerade aus Versehen nochmal angegriffen. Hier liegt jetzt der Left Lower Arm. Kann ich jetzt irgendwie inspekten? Ich würde so gerne diesen Menschen hier inspekten jetzt. Geht das irgendwie? Get small. Ich kann den Glove jetzt noch klauen. Okay. Ja, so inspekten kann man andere Kreaturen anscheinend nicht so einfach. Weiß ich nicht so genau. Aber gut, ich würde sagen, das wäre es soweit fürs heutige Video. Es ist viel zu lang geworden. Ich muss noch rendern und morgen hochladen alles. Ich habe es jetzt sehr großen Spaß daran. Ich werde erstmal ein bisschen erkunden müssen, wie das Ganze hier alles funktioniert. Um das alles auszüfüllen müssen. Aber meine ersten paar Experimente waren sehr, sehr spaßig. Muss ich sagen. Okay, wir... ich würde sagen, wir beenden das. Stilvoll. Tell a story. Tell a story about... a person or creature. Wir müssen kurz rausfinden, wie diese Kreatur hier heißt. Zita, okay. Ich glaube, ihr wisst, worauf das hier hinausläuft. Zita, so K. Ich weiß nichts über Zita, okay, schade. Okay, dann machen wir es halt anders. Dass das geht, wissen wir. Und zwar, das haben wir gerade schon gesehen. Brag about your past violent acts. I've defeated many fearsome opponents. Aber ich hatte jetzt gehofft, dass es irgendwie kommt. Ich habe dir den Arm abgehakt. Haha, so lustig. Nein, keine Ahnung. Aber ja, accused listen of being a night creature. So, das machen wir jetzt noch. Whosoever would blight the world, praying on the helpless, fear me, I call you a child of a night and will slay you where you stand. What is this madness? Scarm yourself. Die denkt sich auch noch, was ist falsch mit so einem komischen Tigerviech hier? Der ist doch komplett gar keine Biene. Korrekt. Well, eine Sache machen wir noch. Und zwar, wir sind irgendwie hungrig und durstig. Wir gehen mal auf unser Inventar. Ich würde gerne mal testen, ob man essen kann und wie man isst und generell überhaupt. Chopped pig liver. So, wie essen wir das? Das ist hier die Esstaste. Eat or drink this item. Okay. Wieso kann ich meine Copper Boots eaten oder trinken? Wir werden jetzt versuchen, unsere Copper Boots zu eaten oder trinken, weil ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man das macht. Testweise. You lick the Copper High Boot. Ah ja, okay. Keine weiteren Fragen. Was? Wieso geht das? Wieso geht das? Ist da Blut an der Axt? It is battered with human frozen blood. Okay, was passiert? For science? Für die Wissenschaft. Eat or drink this item. You lick the Iron Battle Axe. Ihr scheint immer noch durstig zu sein, okay. Es ist immer noch spattered in Blau. Wieso geht das? Throw und... Oh, man kann die Sachen auch nehmen, okay. Aber wieso kann ich an meinem Equipment lecken? Was ist denn das? Eis? Wieso zur Hölle habe ich... Es sieht so aus, als wären unsere Getränke gefroren. Scheint die relativ kühl zu sein, okay, gut zu wissen. Aber wir essen mal ein bisschen was, so. You eat the chop pick liver. In Klammern 3. Habe ich jetzt gerade alle 3 davon gegessen? Habe ich den ganzen Stack aufgegessen? Nein, habe ich nicht. Okay, sehr gut. Aber so scheint das zu funktionieren. Oh, wir haben auch ein paar Silver Coins dabei, wie ich gerade sehe. Aber gut, ja, das ist so mein erster Eindruck von der Beta. Oder sagen wir so, was ist mein erster Eindruck von der Beta? Mein erster Eindruck ist, spielt sich großartig. Ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber ich habe sehr großen Spaß daran. Können wir unsere Katze petten? Das würde ich auch noch gerne ausprobieren. Ah, komm mal her. Ja, da. Wie pette ich meine Katze? Ah, ja, genau. So. Start a new conversation. Greet listener. Hello Vogel, it's great to have a friend like you. Vogel licks you. Okay, unsere Katze leckt uns ab. Continue conversation with the cat Vogel. So, Conversation. Wie kann ich... Was passiert? Was passiert, wenn ich meine Katze... Ask about the surrounding area. Tell me about this area. Meine Katze ist sehr gesprächig. Okay. Kann ich meine Katze irgendwie petten? Ich würde gerne meine Katze petten. Das geht bestimmt irgendwie.
fett. Try to calm the listener. Okay, nee, alles gut. Okay, gut, ja, vielleicht muss man irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man wrestlen muss, um eine Katze zu petten. Anyways, das wär's soweit fürs heutige Video. Bevor es jetzt noch viel zu lange wird, werde ich es an der Stelle jetzt erstmal beenden. Ich habe sehr großen Spaß bis jetzt mit diesem Modus gehabt. Ich werde mit Sicherheit noch sehr viel großen Spaß damit haben, in Zukunft generell überhaupt. Ich habe von der Hälfte der Knöpfe und der Dinge, die man hier so tun kann, noch absolut keine Ahnung. Aber das werde ich jetzt im Verlauf der nächsten paar Tage dann wahrscheinlich rausfinden. Und dann werden wir mal schauen. Ich habe gerade die Aufnahme beendet. Und habe diese. The Lair of Abyssbone is far to the south. Ich will jetzt ja nichts sagen, aber da oben links, da steht das. Wir hören es gleich wieder. So, The Lair of Abyssbone is a short walk to the south. Und da werden wir jetzt hinmarschieren. Das machen wir jetzt noch, würde ich sagen. Ich werde eventuell einen Teil des Videos rausschneiden oder das irgendwie woanders reinschneiden. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das genau machen werde. Aber jetzt, wo ich rausgefunden habe, wie das Ganze geht, werden wir natürlich hinmarschieren. Short walk to the south. Wie lang ist ein Short Walk, ist die Frage. Ich habe absolut keine Ahnung, was für dieses Spiel ein Short Walk ist. South, Southwest, Süd, Südwest, also müssen wir ein Stückchen nach links rüber. Ja, Short Walk to the South, Southwest. Also sie müssen echt nah dran sein, wenn ich so leicht von Süd auf Süd, Südwest kommen kann. Gehen wir weiter hier, querfeld einen schräg. Süden, okay, jetzt müssen wir also gerade runter. Okay, okay. The Human Hamlet, ist Short Walk to the, okay, das ist das, also am allernächsten an uns dran. South, Southeast. Also in diese Richtung, glaube ich, oder? Hier ist einfach nur noch im Süden. Short walk to the south. Jetzt gehen wir weiter Richtung Süden. Okay, wir gehen einmal da drumherum. To the north, northwest. Ist das hier der Leer-Eingang, oder was? Ist es short walk to the northwest? Norden ist oben, Westen ist links, normalerweise. Ja, das ist der. Okay. Wir sind eingetroffen, meine Freunde. Wir sind eingetroffen. Smear of Dwarfblood, okay, okay. Shadow Horrors Left Foot Imprint. Southeast, okay. Southeast, also da oben müssen wir wahrscheinlich hin. South, also S heißt wahrscheinlich südlich. Spattering of Dwarfblood, a pile of human bone meal. Oh mein Gott, hier wurde ein Mensch zu. Okay. Hier wurde ein Mensch verarbeitet, sagen wir es mal so. Wir gehen mal in diese Richtung hier. Was stand da gerade? Oh mein Gott, da stand gerade irgendwas. The Shadow Horror draws a copper carving fork. Okay. Wo ist denn der Shadow Horror? Spiel. Okay, das sieht auch überhaupt nicht gefährlich aus oder so. Nein, nein, ist das ein Elefantenrüssel, was zur Hölle? Okay. Ja, wir legen mal los, ne? No quarter. So, wrestle. Grab with right upper arm. Und zwar grabben wir deine Kehle vielleicht. Wo ist denn deine Kehle hier immer? Grab Throat. I. Zack. You missed the Shadow Horror. Das ist nicht so gut, glaube ich. Wir probieren. Parry. Strike. Attacking you with Copper Carving Fork. Ich meine, wie menacing kann das sein? Ich habe Copper-Rüstung. Wir probieren das nochmal. Grab with right upper arm. Throat war I, glaube ich. I. So. Strikes at you, but the shot is blocked. Das hat nicht geklappt, okay. Wir striken einfach mal. Warum nicht? Easy Strike. Can't quite connect. Okay, wir brauchen irgendwie einen ganz guten Strike, glaube ich. Can't quite connect. Wir probieren mal die linke Hand, warum nicht? F. Und dann hacken wir einmal drauf. Zack, drauf da. You hack the Shadow Horror of the left hand. Tearing apart the muscle. Many nerves have been severed. The Iron Battle Axe has lodged firmly in the wound. Okay. Kicks you in the farm. Left hand. And the injured part collapsed. Okay, unser Daumen ist kaputt. Force pulls the left hand. Tearing apart the fat. Uff. Okay. The lower body from the side, also die Katze greift auch an. The Shadow Horror, was sagt er? Greetings, my name is. Greetings, weißt du, wir kämpfen mit dem. Greetings. Okay, so, weiter geht's. No quarter, genau, so, wrestle. Wir graben dich jetzt hier, und zwar graben wir deinen Kopf, deinen Nacken, so, dein Genick. You miss the Shadow Horror, oh. Steps Woge, nein, nicht die Katze. In the upper body, tearing the muscle and tearing the right lung. Uff, das klingt nicht so gut. Das klingt nicht so gut, aber ich glaube, unsere Katze hat sich gerade erledigt, okay? Und jetzt gehen wir hin und kloppen weiter drauf. No quarter. So, genau. Strike. Tricky strike. Easy strike. Can't land squarely. Difficult strike. Can only graze. Wir sollten vielleicht die linke Hand versuchen zu grapschen. Das, also, wir kloppen uns mal auf die linke Hand drauf und dann versuchen wir die zu grapschen, weil die ist jetzt ja schon ziemlich kaputt. Ziemlich kaputt. But the shot is easily parried. Okay. So, jetzt her mit deiner Hand hier. Hör mal, die reißt jetzt ab. So, du hast meine Katze angegriffen. Jetzt muss ich deine Hand abreißen. Das ist, wie das funktioniert. Oh, stimmt. Die Axt ist noch gelodged, ne? Wie das lodge in die Axt?
Grab with right upper arm. Kann ich jetzt meine Axt irgendwie graben? Ah, okay. Grab Iron Battle Axe. Zack. You grab the Shadow Horror by the Iron Battle Axe. Oh mein Gott, ich habe ihn gegrabt an der Battle Axe, die noch in ihm drinsteckt. Krass, okay. Und jetzt Wrestle. Right upper arm. Release Grip. Nee, das wollen wir nicht. Kann ich ihn irgendwie striken mit der gelodgten Battle Axe oder so? Geht das? Nee, ich glaube, er hat wirklich einen Trunk. Ist das wirklich ein Elefantenmensch oder was? Can't land squarely. Tricky Strike. Ist alles ganz schön tricky hier. Ja? Wir kloppen ihn mal in seinen Elefantentrunk. Ich könnte reintreten, okay. Wie komme ich jetzt an meine Axt dran? Oh, wir können reinbeißen. Wir beißen ihm jetzt in den Trunk. So, auf geht's. Stabs him right lower leg. Uff. Okay. Chipping the bone through the copper greaves. Force bends the right upper leg. Uiuiui. You fall over. You bite the shadow horror in the trunk. Okay, so. Ich weiß leider nicht genau. Ich weiß, dass man das irgendwie. Muss man das so machen? Nee. Ich weiß, dass Toadie das irgendwie gemacht hat in seinem Showcase-Ding. Ich weiß nur leider nicht, wie er das gemacht hat. Mit der Waffe frei wrestlen quasi. Waffe grabben. Grab with right lower arm vielleicht. So. Und dann grab Iron Battle Axe. With right lower arm. The right lower arm. Okay, Shadow Horror. Shot is blocked. Okay, sehr gut. Kann ich es jetzt rausziehen? Wrestle? Wrestle using right lower arm. Takedown, okay. Takedown, ich kann ihn jetzt einfach an der Axt runterziehen, oder was? Krass. You adjust the grip. On the Iron Battle Axe, okay, muss ich das normal machen, oder was? Wrestle. Right lower arm. Takedown. Was, okay. Keine Ahnung, was ich gerade mache. Sieht healthmäßig nicht so gut aus für mich, glaube ich. Mit dem Iconhead, würde ich sagen. Ich wünschte, ich wüsste, was ich gerade tue. Right lower arm. So, wir kloppen ihm jetzt hier. Punch right hand. Okay. Strike, Copper Buckler. Wir beißen ihm jetzt einfach da rein. So, auf geht's. Wir sind eine Katze, wir beißen jetzt einfach rein. The Shadow Horror. Strike the tube, but shot is blocked. Wir beißen ihm in den rechten Unterarm. Sensory Nerve ist severed. Sehr gut. Kicks you in the nose. Meine Nase hat sich gerade explodes in Gore. Hat sich gerade erledigt. Und mein Kopf hat sich gebändet. Okay, das ist, ich glaube, wir sind so gut wie tot. Regaining Balance. Ich weiß leider nicht, wie ich meine Axt rausziehe aus ihm. Ne? Das ist leider so eine Sache. Kann ich mir irgendwie in die Augen rein wresteln oder so? Ah, das geht nicht. Genau, das war der falsche Knopf. So. Wrestle und dann. Keine Ahnung, Grab with. Left Lower Arm. Ich probiere einfach nochmal die Axt irgendwie zu wresteln. Ich würde so gerne die Battle Axe irgendwie rauskriegen, aber ich weiß einfach nicht, wie es geht. Ist ein Left Lower Arm, Takedown. Was ist denn, wenn ich Release? Gut, Release the Grip, das ist nicht, was ich will. Ich hab diese Axt jetzt mit allen Körperteilen in der Hand, basically. Aber ich weiß nicht, wie ich sie rauskriege. Was ist das für ein Knopf? Das ist der Climb-Knopf, glaube ich. Jump Where, Talk To, Craft a Butcher. Ich weiß halt echt nicht, wie es geht, ne? Set Combat Options. Okay. Toggle Sneaking, Set Movement Options. Wie geht das? Get Copper Carving Fork? Ja, geht natürlich auch, ne? You pick up a Copper Carving Fork. Put in your backpack. Ne, erstmal stecken. Kicks you with first finger. Okay, damit hat sich ein weiterer Finger erledigt. Bends for left hand. Ja, gut, das ist vorbei. Also, es ist gelaufen, ja? Also dieser Fight ist gelaufen. Strike. Kann ich jetzt irgendwie. Tricky Strike, very square in upper body. Wir kloppen mal mit unserem Copper Buckler drauf. Warum nicht? You miss a Shadow Viech. Okay. Ich weiß halt echt nicht, wie das geht, ne? Search for Bugs. Wie zur Hölle recover ich jetzt hier? Ah, wenn man rechtsklickt vielleicht. What do you want to do? Oh mein Gott, man kann auf rechtsklick aus dem Menü öffnen hier. Ja? Fill. Attack. Combat. Was ist der Unterschied zwischen Attack und Combat? Ah, okay, wenn man rechtsklickt, kann man auch das Viech jetzt hier viewen. Okay, krass. Stuck in left hand. Ja, wie kriege ich das Ding raus? Rechtsklick. Vielleicht auf G für Combat. Nee. Rechtsklick. F für Attack. Okay, das hat es jetzt automatisch rausgezogen. Ich weiß nicht, also es ist dieser Auto-Attack-Modus quasi gewesen. Dadurch hat es rausgezogen, aber man kann das auch irgendwie selber machen. Wie das geht, weiß ich auch nicht. So, wir striken dich jetzt. So, jetzt wo ich wieder meine Waffe habe, können wir jetzt auch mal versuchen, gegen ihn tatsächlich zu kämpfen. Right lower arm. So, und da kommt jetzt hier, da hacken wir jetzt rein. Zack. You attack. Und das Viech jumped up away. Okay, dann halt nochmal. Continue conversation. Nix da, continue conversation. Wir reden nicht mit dir. Hier wird nicht geredet. Hier wird hier drauf gekloppt jetzt hier. Normal Strike, can't land squarely, ja egal, whatever. So, wir kloppen es hier in den right upper arm. Auf geht's. Zack. Rein da. Das, jumps away. Das ist, ich sehe viel Orange, das gefällt mir nicht.
Wir kloppen einfach weiter drauf. Wir sind sie gleich selber tot umkippen. Warum nicht? Can only grace. Hab ich einen? Ja, easy strike. Easy air strike. Right hand. Doof da. Zack. Shakes you around by the right lower arm. Tearing apart. Okay, das. You lose hold. Okay, wir sind tot. Das war's. Also, ich glaube, wir haben uns gerade erledigt. Wo ist mein eigener Statusreport? Health. Heavy bleeding. Slight pain. Tired. Thirsty. Ability to stand lost. To grasp lost. Wounds. Ja, torn apart. Das war's, okay. Ja, ich werde das Video jetzt hier an der Stelle jetzt wirklich beenden, denke ich mal. Vielleicht werde ich das jetzt hier so mitten ins Video reinschneiden. Also eigentlich habe ich das jetzt hier gerade aufgenommen, nachdem ich mit dem ganzen Video schon durch war, weil ich gerade am Ende rausgefunden habe, dass hier dieses lustige kompassmäßige Menü da existiert. Bin dann vorhin ein bisschen durch die Gegend geirrt und habe nichts gefunden und keine Ahnung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das zusammenschneiden werde, aber wir werden sehen. Das wäre soweit für das heutige Video. Lasst mir lieben gerne ein Abo da für weiteren coolen Content. Also Dwarf Fortress Content und generell coolen Content auf dem Kanal. Schaut lieben gerne uns auch beim Anfängerguide vorbei für den Festungsmodus. Der ist nämlich schon seit längerem online, falls ihr in den Modus reinfinden wollt. Aber ja, hier geht es heute um den Adventure-Modus. Aber wenn euch der Festungsmodus interessiert und ihr habt keine Ahnung, wie der funktioniert und wieso der funktioniert und warum, weshalb die Banane krumm ist, dann schaut da lieben gerne bei meinem Anfängerguide zu vorbei. Vielleicht verlinke ich den an der Stelle hier gerade da oben rechts, wenn ich dran denke, das zu tun. Ich sollte dieses Video jetzt möglichst schnell beenden, da es schon viel zu lang ist und das Rennen wahrscheinlich irgendwie 3 Stunden dauern und der Upload wird auch nochmal 5 Trilliarden Stunden dauern und dann heute Nacht um 3 oder so gehe ich irgendwann schlafen, wenn das Video dann online ist und alles und generell und so. Und ja, wie auch immer, das wäre es soweit fürs heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quält euch!